Schauen wir sie uns mal an, die gute Eileen. Ja? Also sie gehört zur Höllisch-Fraktion. Das ist schon mal ganz okay, glaube ich. Ja? Sie hat ein Talent. Erhält alle eine Sekunde ein Stapel göttliches Mondlicht. Was bis zu 50 Mal stapelbar ist. Okay, göttliches Mondlicht. Heilungsmultiplikator plus 1%. Also 50% kriegt die nach 50 Sekunden. Okay. Okay. Gewährt allen Verbündeten in Reichweite. Okay. Sie heilt alle in Reichweite. Und ist angriffbasierend. Okay. Okay. Schauen wir uns mal kurz ihre Reichweite an. Aha. Sie startet wie Dolores, aber geht dann in den Power-Modus über und heilt fast alles, was auf dem Feld steht. Ja, das ist echt nicht übel, muss ich sagen. So, was ich bis jetzt sehe. 60 Sekunden kosten 6? Ah, dann ist die wahrscheinlich wieder so eine Support-Heilerin, die nicht richtig heilt. Aber das werden wir jetzt gleich rausfinden. Ja. Mal sehen, was ihr Dings sagt hier. Wenn dieser Skill ausgelöst wird, wird der Heilmultiplikator des Helden für 15 Sekunden um 70% erhöht. Und um 100% beschleunigt. Heilmultiplikator 10, 20. Also 100% geht auf 1000 runter und Effektdauer 20 Sekunden. Hat Burst Heal, ja, das sieht so aus. Ja, aber wenn göttliches Mondlicht 25 Stapel erreicht, also nach 25 Sekunden, erhöht sich der Heilmultiplikator um 20% in Reichweite, erleiden zusätzlich 10% weniger Damage. Okay. Okay. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil das klingt so, als könnte man das auch im GR2 gebrauchen, ja? Um den Damage von dem, also wenn man nicht die Cheese-Strategie nimmt, ja, hat man ja dauerhaft, wie viel geht denn das runter? Auf 15, oder? Ja, 15% weniger Damage. Erhöht den Heilmultiplikator für jeden einen Verbündeten in Reichweite um 1%. Und erlangt einen zusätzlichen Stapel. Okay. Also es geht eigentlich nur um dieses göttliches Mondlicht. Das ist halt dann nur, halt nicht nach 50 Sekunden, schon nach 30 Sekunden da, aber ja, whatever. Also diese ganzen Dinger, die das schneller stacken, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist. Die Frage ist, für die Kosten, wenn die heilen würde wie eine Hollow oder ein Vortex oder so, von der Menge her, dann ist das schon abartig. Wenn die heilt wie eine Dolores, weiß ja nicht. Hab sie A1, ja. Guck mal noch, was die Erweckungen machen. Heilmultiplikator mit Zielen, LP. Ah, okay. Niedrigere LP, Heilwirkung. Während der Wirkung von Mondreich wird der Heilmultiplikator zusätzlich um 10% erhöht. Okay. Göttliches Mondlicht hat die maximalen Stapel erreicht. Okay. Wird der Heilungsbereich nochmal erweitert? Okay. Krass. Wutregeneration, okay. Wenn Ari des Monds endet, stellt jeder Stapel von göttliches Mondlicht 6 Wut wieder her. Okay. Die A1, die du jetzt hast, ist schon ganz okay, denke ich. Aber jetzt nichts Weltbewegendes, ja. Es hat so ein bisschen Rettung, ja. Wenn es unter 30% ist, geht halt die Heilung nochmal nach oben. Ja, ansonsten.
2 Sekunden ist ja super niedrig eigentlich, ja. Kriegt man also mit 450 Attack Speed oder sowas, kriegt man die bestimmt auf 1 Sekunde oder so. Ja, sieht cool aus. Ja, das stimmt.